are not her samurai. Das willst du nicht. Kann ich die denn irgendwie markieren? Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Irgendwas wird da noch passieren. Mehr Reiter. Wir sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an, schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Stell dich, Eindringling! Nimm den Pulsierenden ins Visier und greif an. Ich habe mich jetzt aber richtig abschlachten lassen. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Die machen ganz schön Damage. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht. Meidet die Straßen. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich hatte zwei Schwerter. Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Nichts zu looten. Achso, sind wahrscheinlich ein kleines Messer oder so, was er da noch hat. Was soll ich denn drücken? Könnte mir mal jemand helfen? Zum Beispiel du da oben? Okay, da stand so irgendwas, dass ich drücken sollen, wenn die Trigger gesund hat. Ich habe versucht zu heilen, aber das ging nicht. Was hat sie da oben gemacht die ganze Zeit? Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ich nehme das Weise. Okay.
Ganz ruhig. Weiß, ist immer er passt cool. Zu dir. Er braucht einen Namen. Nobu, Sora, Cage, Schatten. Kage, geboren aus Kage. Der Dunkelheit. Kage. Bist du sicher? Ja. Ich kann immer sagen, mein Pferd ist kacke. Komoda. Da drin gefangen. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Kotund Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindlichen Gebiet, kannst du Gegner zu einem Kampf erhalten. Ich komme wegen Fürst Shimura. Yuga, hol dich her. Ätzno. Gut gemacht. Vielleicht nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Kohlen haben sie am Strand abgefeuert. Ah, verdammt. Mann, wo mache ich denn nicht aus? Kostet mich ganz schön Leben, ey. Aber ich schätze mal, dass man das noch irgendwie leveln kann. Gott, ich wollte sein Leiden noch beenden. Wir können nicht weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Schade, ich dachte, es gibt noch so einen Finisher, dass er ihn köpft oder so. Schade, ich dachte, es gibt echt noch so ein... Gut, das können wir nochmal. Ich dachte, es gibt echt noch so einen Finisher, dass...
sieht schon mega gut aus. Ich glaube, damit werden wir am Wochenende sehr, sehr viel Spaß haben. Durch die Dorsch geglitscht. Okay, das Spiel scheint sehr ausgereift zu sein. Ja, okay. Hey, schau doch. Komm mal her. Ui, ist das. Kann ich denn hier die Leiter hoch? Ich hoffe, dass ich irgendwann noch mal einen Bogen kriege. Ich will gerne ein bisschen mit Bogen spielen. Und Samurai sind ja auch immer als Bogenschützen bekannt gewesen. Ich glaube, dass das eine Falle ist. Ja, fehlen so ein bisschen die Texturen am Boden. Ich weiß nicht, ob noch heute noch ein Day One Patch rauskommt. Also. Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin. Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen, gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin. Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Also er hat definitiv ein Alkoholproblem mit der Nase. Komm her, Vögelchen. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schwätze euch die Kehle auf. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Ah, ich bin tot. Es ist nicht zu gewinnen. Ja, ich glaube nicht, dass es zu gewinnen ist. Das ist so geplant. Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. So. Ich
hoffe, dass da unten Wasser war. Sonst war es ein sehr kurzes Spiel. Versagt. Erneut. Vater. Jen. Hilfe. Fürst Sakai. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yuriko. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und, Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yuriko. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Hoffe ich doch. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Alle Schwerter hier. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Er ist immer bei uns, na toll. Kann er nicht mal abends in Ruhe masturbieren. Morgen kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater.